So, Leute, willkommen zurück zum Dragon Ball Projekt. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Warum haben wir keinen Ton? Jetzt haben wir Ton. So, ich habe ein neues Team gebastelt und wir gehen hier gleich in den Kampf. Ihr schafft das. Macht weiter mit dem super Teamwork. Ich hoffe übrigens, ihr hört meinen Ventilator nicht. Ich versuche den mal irgendwie so ein bisschen zu drehen, dass der euch nicht anpustet. So, ich hoffe, das geht so. Weil es ist gerade über 30 Grad und ich möchte so, oder es sind 30 Grad und ich möchte so eigentlich nicht aufnehmen. Und erledigt. Die Stadt ist wieder sicher für Spieler. Zäh, zäh. Da, Branden. Ich hatte gehofft, er sei zu mehr zu gebrauchen als nur als Energielieferant, aber da lag ich falsch. Wer bist du? Ach, habe ich meine Manieren gelassen. Schon mal den Namen Cabra gehört? Ah ja, Abracadabra, ne? Cabra. Cabra? Ja, das ist ein SDBH-Spieler. Ich habe mir alle möglichen Spielgegner eingeprägt. Cabra, was? Du siehst anders aus, obwohl ich dich erst einmal gesehen habe. Cabra ist also auch SDBH-Spieler? Wenn ja, was soll das ganze Gerede über Energie? Jetzt sag nicht, du steckst hinter der Sache hier. Welche Sache? Ach, du meinst das hier. Ja, das ist mein Werk. Ich versuche, alle SDBH-Spieler auszuschalten. Wie bitte? Das kapiere ich nicht. Wir sind doch alle Spieler. Warum solltest du sowas Fieses tun? Ganz einfach. Weil so meine Befehle lauten. Ach ja, und wer gibt dir deine Befehle? Befehle? Befehle, genau, meine Befehle. Alle SDBH-Spieler müssen weg. Aber wir sind doch alle hier, um Spaß zu haben, genau wie du. Was ist dein Problem? Problem? Es gibt kein Problem. Was habe ich davon, die Stadt anzugreifen? Spieler anzugreifen? Wie bitte? Entscheide dich endlich für eine Seite. Nein, nein, das ist falsch. Ich muss die Stadt zerstören, aber ich will es nicht. Da stimmt was nicht. Hey, sieh nur, seine Stirn. Das Zeichen, das ist Bavidis Werk. Der Zauber kontrolliert ihn. Ich wusste doch, dass irgendwas an ihm komisch aussah. Als hätten wir es mit einem Heldenavatar zu tun. Bleib wachsam. Bavidi hat wahrscheinlich mit einem Zauber Cabras verborgene Kraft freigesetzt. Dann ist er von Bavidis Magie erfüllt, wie Vegeta. Alles klar. Das heißt, dieser gelbe Trampel muss sich hier irgendwo rumtreiben. Wir müssen ihn finden und ausschalten. Wir müssen Cabra retten. Warte. Kämpft gegen mich. Aber du wirst. Schnauze, ich muss gegen euch kämpfen. Ich muss einfach. Ich werde alle SDBH-Spieler vernichten. Euch also auch. Meister, was wollen wir tun? Ihr habt keine Wahl. Gebt ihm, was er will. Wenn ihr ihn sich selbst überlassen, wird er weiter Amok laufen. Außerdem könnte aber wie Zauber geschwächt werden, wenn ihr ihn besiegt. Ergibt Sinn. Vielleicht können wir ihm helfen. Du willst also kämpfen, Cabra? Wir werden alles gegen dich geben. Ja, also ich würde sagen, wir kämpfen mit unserem normalen Helden-Avatar. Ist egal, er ist eh nicht im Team. Bis zu 7 Karten registrierbar. Und wir kämpfen mit dem Team der ultimativen Kämpfer des Turniers der Kraft. Ja, das da. So. Ja, die ultimativen Kämpfer im Turnier der Kraft kämpfen hier. Oder aus dem Turnier der Kraft. Es sind natürlich nicht alle und es sind nicht unbedingt jetzt überall die allerstärksten. Aber es sind die, für die ich mich entschieden habe. Oh, der hat hier die komplette Majin-Zeug drauf. Ich greife in allen Runden zuerst an und gewinne. Ja, dafür habe ich vielleicht das falsche Team. Weiß ich nicht. Komplette Ausdauererholung, ja. Gut, dann würde ich sagen, ja, die Eliten schicke ich vor und ich weiß, wir müssen zuerst angreifen, aber er hat nur zwei draußen, also würde ich sagen,
Helden auf Platz 2, dass sie für die nächste Runde noch was haben. Die Berserker erholen sich alle und die Eliten bleiben vorne. So, ja, da haben wir doch den Vorteil. Stimmt, und wir haben ja die Parasitenfähigkeit, die unsere Kraft erhöht. So, ihr Margins. Ah, kein Perfekt, schade. Ich hab gehofft, ich krieg's hin. Wir waren aber echt wenig Schaden, muss ich sagen. Wir haben die Ausdauer ein bisschen gesenkt und jetzt sind ja noch die beiden dran. Ja, mit denen habe ich es gesehen. So, Margins. Zeigt, was ihr könnt. Das war aber ein knapper Sieg. Die Gegner werden schon besser. Kampfmodul-Chance. Ja, ich würde sagen, wir senken wieder die Verteidigung. Das ist ja unser Schlüsselmodul hier. Obwohl ich ja schon gesagt habe, ich hätte gerne mehr von diesen Shenlong-Medaillen. So, von ein paar die Abwehr gesenkt. Besonders die Leute auf der Bank. Warten auf Gegner. Fusionsmodus? Was? Wer fusioniert denn hier? Oh, der hat Gotenks absorbiert. Ach, deswegen ist der Gotenks im Match. Aber wir können ultimative Einheit machen. Vegeta kann nämlich hier mit Jiren und Goku eine Einheit bilden. Achso, der reduziert nur unseren Schaden. Ne, dann machen wir das nicht. Weil die Runde wird unser Gegner nicht überstehen und da benutze ich die Energie lieber für die Ultis. So, jetzt hat jeder außer Dings hier. Ne, hat gar nicht jeder seine Ulti. Ja, wir schalten jetzt mal auf den da auf und den hier haben. So, wir greifen natürlich zuerst an. Wie könnte es anders sein? Aber diesmal müssen wir in der Runde gewinnen. Hier nach Kampf, ja. Dann zeigen wir ihnen mal unsere Gier auf Kampf. Perfekt. Gut, das heißt, Freezer macht hier schon mal den grandiosen Anfang. Großer Todesstrahl. Perfekt, das war ein guter Anfang. Vor allen Dingen ist er betäubt. Ah, Mist, das war absoluter Dreck. Schade, ich hätte ihn gerne noch betäubt, aber jetzt sind hier die Blauen dran. Das Schlupfteam sozusagen. Die leider ihre Ultis gerade nicht machen können, aber die hauen trotzdem ordentlich drauf. Mit 26.000 Schaden. Das war ein schöner Sieg. Ja, unser Ultra-Abschluss haben wir gemacht. So, das lief doch schon mal echt gut. So, da haben wir wieder einen 2-Sternen-Hintergrund, ein bestickertes Ding da. Was ist es denn? Normaler Superhelden-Koop-Einsatz bestickert. Ich würde aber sagen, wir ändern das Team jetzt partweise, weil ich möchte hier einfach so. Oh, ups, ich hab's falsch rausgeschickt. Ah,
Egal, das ist eh Runde 1. Aber ich glaube, es war ein Giga-Ding. Das ist schade, das war ein Versehen. Ja, da haben wir wieder Freundschaft erhöht. Oh, Frozen Deck 2 verfügbar und Frozen verwandelt sich. Naja, immerhin ein bisschen. Ich habe jetzt mit einer anderen Kopfform gerechnet, aber ist okay. Ist in Ordnung. Nein. Nein, ich habe verloren. Ja, wir haben es geschafft. Aber es braucht mehr als nur einen Sieg, um die Gehirnwäsche rückgängig zu machen. Ja. Offenweise Dragon Ball Kämpfe und eine Subdimension. Wollen wir erstmal hier oben alles fertig machen und dann in den Sub gehen oder in die Suppe? Dann holen wir uns hier gerade den Dragon Ball. Warum tue ich das? Muss aufhören! Kabra, kämpf weiter dagegen an. Gleich bist du frei. Zäh. Zäh, seit diesem verfluchten Vegeta hat sich keiner mehr meiner Kontrolle widersetzt. Babidi! Nun zeigst du endlich deine verschrumpelte Fratze! Wir werden dich besiegen und Kabra befreien. Ihr redet nur so viel ihr wollt, euer Schicksal ist praktisch besiegelt. Durch euren letzten Kampf habe ich genug Energie bekommen, um den Majin wiederzubeleben. Wie bitte? Erwache jetzt, Majin Buu! Bum, ba, da, da! Das ist Kid Buu! Oh oh, ist das die schlimmste Version? Ja, ich hatte mit dem Fetten gerechnet. Die Anomalie hat wieder zugeschlagen. Der hat nur schwere Knochen. Alle unsere Anstrengungen haben nur dieses Monster wiederbelebt. Welche Ironie. Majin Buu, töte sie alle. Majin Buu? Vielleicht ist er doch nicht so gefährlich. Wir reden hier von Majin Buu. Er wirkt vielleicht auf den ersten Blick zahm, aber das ist er nicht, das versichere ich euch. Oh, vernichte diese frechen Einfallspinsel auf der Stelle! Ja? Hört nicht gerade aufs Wort, was? Hab ich nichts dagegen. Ich sperre dich noch ein paar Ionen weg, wenn du dich nicht benimmst. Ganz genau. Wenn du nicht wieder eingesperrt werden willst, mach dir die Arbeit. Ja. Aha, was soll der Quatsch? Vernichte sie, nicht mich. Interne Streitigkeiten? Mist. Achso, Mist. Der Kampf war wohl doch unausweichlich. Hab ich nichts dagegen. Kabra braucht uns, und zwar schnell. Der kennt uns doch gar nicht. Ja, mir soll's recht sein. Achso, ich hab mal wieder einmal zu wenig Enter gedrückt. Nur der beende jede Vorbereitung mit einer Mindestkraftstufe von 8000, okay? Sportlich, aber mach. Das ist ja schließlich auch der 5-Stern-Super-Dragon Ball hier. Das bedeutet, der dürfte unsere Kraftstufe nochmal um 1000 heben eigentlich. Runde 1, ja, Runde 1 gut. Eisiger Blick. Und der Charakter platzt leider vor Kampfgeist. Nicht 6000. Dann halt so. Ja, der beginnt natürlich gleich mit 11.000. 110.000, das war ein bisschen angenehm.
Aber Super Dragon Balls Stufe 2. Kann dreimal nacheinander angreifen. Oh Gott. Es ist halt trotzdem Buu, ne? Darf man nicht vergessen. Aber gut. Gegen Kids hat er halt auch einen schweren Kampf. Oder gegen Golden Freezer. Verdammt, er hat uns den Dragon Ball abgeknöpft. Und nicht nur das. Der betäubt uns hier unseren Freezer noch, wenn es so weitergeht. So. Das haben wir gut überstanden, muss ich sagen. Halbwegs. So, okay, ja, jetzt holen wir uns den Dragon Ball wieder. Hier, erstmal ist Universum 6 dran. Die regenerieren sogar gleich noch ein bisschen Ausdauer. So, der ist in Universum 6 ein bisschen besser aufgehoben. Als bei Blue zumindest. Ja, Mist. Universum 7, was kannst du denn schon? Und Riberian von Universum 3 ist Kampfmodul. Ja, ich würde sagen, ich erhöhe unsere Kraftstufe. Oder unsere Ausdauer. Nee, komm. Nee, das ist ja wieder bloß ein Betäubungsding, das will ich nicht. Naja, da sind auch die Ultis leider nicht wirklich drin. Zumindest nicht so viele. Ah, jetzt sind doch schon einige. So, wir lassen die beiden mal aufschalten. So, diesmal sind wir zuerst da. Ja, ja. Gibt eine ganze Menge, was uns hier ausmacht. Dragon Ball sogar auf Stufe 4 erhöht. Magius-Phase. Kraft aller Gegner auf 1 senken. Das ist gut. Na, verdammt. Leider kein Multitodesstrahl gerade. Der aufgeschaltete Vegeta. Der greift auch alleine an. Und kriegt nichts durch. Aber macht ja nichts. Weil wir haben ja noch die anderen. Die da. Mit dem Mirakel. Perfekt. Mach ihn fertig jetzt. Solange die Zeit nicht läuft, kann er auch nichts regenerieren. Na, Buu, da hast du ganz schön einstecken müssen. Jetzt kommen ja noch Krieger, gegen die du alleine wahrscheinlich keine Chance hättest. Aber du überstehst es dummerweise. Mistkerl. Aber die dicke Riberian versaut's auch. Zu dumm, dass ich noch mehr Auflage habe. So. Universum 6 übernimmt das Ganze nochmal. Die haben ja auch noch ein bisschen Ausdauer. Sind ja die einzigen, die tatsächlich noch Ausdauer haben. Die beiden Eliten hier. Oh, der hat überlebt. Okay. Wenn er überlebt hat, dann übernimmt Goku den Rest.
mit der Karte irgendwas malen. Ich kann nicht. So, jetzt gibt's hier den Gott-Meteor. Zeige sie ihm. Tja. Gegen dieses Team hast du halt keine Chance, auch wenn ich mich in dem Part wirklich ein bisschen doof angestellt habe. Super Dragon Ball gettoして Score が up したぞ. Ultra Clear だ. Sugoi janai ka. Battle Appli no Team Bonus Kouka de Score が up したぞ. Sougou ijou da. Yahari kimi wa honmono no senshu da. High Score da. Yaru janai ka. So. Gibt's wenigstens noch eine anständige Belohnung? Ah ja, stimmt. Erstmal der Dragon Ball, unser Dritter. Wer waren die denn? Meda Matcha, keine Ahnung. Oder ein Magetta. Nee, das wollen wir nicht. Und ja, so sehen wir aus. TP erhöht, ja. Caligula ein bisschen gesteigert. Auch gut. Ausgezeichnete Arbeit, Team. Keine Spur mehr von Buu. Haha. Seht ihr, Helden? Gemeinsam ist nichts unmöglich. Im Team bin ich stärker, als ich jemals gedacht hätte. Ja, wir sind hier ja noch nicht fertig. Wir haben noch Story und einen Gemeinschaftskampf. Und theoretisch wäre Team Goku wieder aufgetaucht. Aber das machen wir nicht mehr heute. Beim nächsten Mal geht es erstmal in die Parallelwelt. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Super Dragon Ball Heroes. Bis dann, euer Wolf.